Hey, Mahlzeit Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf dem Kanal von Hillbilly TV. Hier schon wieder mit der nächsten Videoantwort für ein Giveaway heute bei der Challenge vom Superfan 1995. Er will was über unsere Lieblingsspielsachen wissen, die wir so gerne mit rausnehmen. Sollen wir mal kurz vorstellen, mindestens zwei Stück und kurz was darüber erzählen. Jo. Kein Problem, nichts leichter als das. Was nehme ich gerne mit raus zum Spielen? Meistens, wenn ich rausgehe, das heißt meistens, eigentlich habe ich sowieso immer den Rucksack dabei, wenn ich das Haus verlasse. Entweder unter der Woche zur Arbeit habe ich es dabei, der Rucksack, weil da brauchst du ja dann Festsport trinken und so weiter. Und wenn wir am Wochenende weggehen zum Einkaufen oder wenn wir mit den Kids rausgehen oder sonst was, ist eigentlich nie der Fall, dass ich ohne Rucksack außer Haus unterwegs bin. Und dann hat man sowieso genug Platz. Und wenn man dann am Wochenende ein bisschen hier in der Natur umherstreift, dann kann man auch mal ein bisschen mehr einpacken, weil man einfach genug Platz hat. Und dann nehme ich als unterschiedlich gern mit. Gut, sagen wir mal so. Ein Taschenmesser hast du ja sowieso immer. Mann, das ist ja, wenn du morgens die Hose anziehst, dann steckst du erstmal ein Taschenmesser ein. Ne? Das geht gar nicht ohne. Also sowas ist auf jeden Fall schon mal immer dabei. Momentan trage ich gerade hier ganz neu das Sanremo 910 Plus in der Second Edition. Zum schönen Lanyard dran. Ne? Also da braucht man nicht viel zu sagen. Taschenmesser kennt jeder, hat jeder, braucht jeder. Ist auf jeden Fall immer am Mann so ein Taschenmesser. Ohne dem geht ja draußen schon mal gar nichts. Und damit kann man schon mal ziemlich viel anfangen. Also vor dem Notfall kann man damit ja alles Mögliche erledigen. Aber wenn man es natürlich komfortabler gestalten will und hat einen Rucksack dabei, in dem man sowieso mehr Platz dabei hat, dann habe ich als immer gern das hier dabei, seit ich es habe. Nämlich meine kleine Grenzfors Brax Wildmarksbeil aus Schweden. Die gefällt nicht wahnsinnig ins Gewicht. Die kann so schön im Rucksack in so ein Seitenfach packen. Wenn du ein bisschen was mit Holz machen willst, ne, ist halt einfach. Da geht was, da brauchst du nicht mit dem Taschenmesser oder mit dem Fixblade anfangen zu betonen. Ja, die sind auch immer schön scharf, ne? Habe ich auch einen Stein dazu, kann manchmal ein bisschen nachschärfen. Geiles Äxtle. Sowas nehme ich dann eigentlich ganz gern mit. Weil, wenn du das dabei hast, reicht eigentlich schon ein Taschenmesser. Da brauchst du gar kein Fixblade mehr mitnehmen, wenn du einen Beil dabei hast. Was ich früher viel dabei hatte, war als so eine Klappsäge. Auch ganz praktisch. Kriegt man ganz billig so in den Baumärkten und Gartenfachcenter. Ist auch ein sehr nützliches Teil für draußen und Garten. Gute Anlage, stabiles Blatt. Und ja, hat immer gut funktioniert. Kleine Klappsäge. Manchmal lasse ich das Taschenmesser zu Hause, wenn wir rausgehen, und habe nur ein Fixblade dabei. Damit kann man dann auch ziemlich viel erledigen. Das ist jetzt hier vom Argento ein handgemachtes 5 mm starker O2 Stahl. Das kann was ab, das kann ich euch sagen. Ne? Knapp unter 12 cm Klinge. Schön dicker Griff. Hier oben ein bisschen Chimping drauf. Also super Teil. Habe ich echt gern. Das gebe ich auch nicht mehr her. Das ist eines der wenigen Messer, wo ich weiß, dass ich es behalte, während sich viele andere Messer ständig immer wieder durchwechseln, um was Neues auszuprobieren. Aber das ist so ein Teil. So ein Klopper. Kriegst du nie wieder. Jo, und dann gerade um die Jahreszeit hier so, Winter bei uns im Schwarzwald, da ist ja, da gehst du vielleicht am Wochenende, am späten Nachmittag erst los, oder gerade wenn du dann auch Kids dabei hast, oder bist du doch nicht immer so schnell unterwegs im Wald oder in der Natur, und um 16:30 Uhr knippst da draußen dann das Licht aus, du. Dann kommst du noch 100 Meter weit, dann stehst du im Stockdunkel. Darum schmeiße ich für alle Fälle auch immer noch eine Taschenlampe mit in den Rucksack. Auch eine größere dann mal, nicht nur die kleine am Schlüsselbund, sondern auch mal, wenn ich Rucksack eh dabei habe, auf
die paar Gramm mehr kommt es auch drauf an, hast noch eine größere Taschenlampe mit dem Rucksack, weil kann auch mal was dazwischen kommen, unvorhergesehen, und ratzfatz, 17 Uhr stehst du im Wald und da ist stockdunkel und im Dunkel durch den Wald latschen ist nicht sonderlich gesund. Ruckzuck bist du irgendwo hängen geblieben, gestolpert, Fuß verknackst oder sowas, Scheiß muss nicht sein. Im Sommer brauchst du es eigentlich eher nicht, da ist ja bis 11 Uhr nachts hell. Aber so, letztens waren wir auch unterwegs und haben uns auch in der Wirtschaft in der Pampa getroffen und ich hatte mein Auto ja in der Botanik geparkt, ein paar Kilometer entfernt hier, und dann tagsüber denkst du nicht dran, oder wenn du hinläufst, ja, aber dann lauf abends mal zurück, dann such mal in einem 2 Kilometer Entfernung den Wagen im Wald, und da draußen in der Pampa gibt es ja keine Straßenlaternen, da siehst du keine 2 Meter weit. Das war Neumond, das war abends um 10, da siehst du die Hand vor Augen nicht im Wald. Und dann latsch mal den Waldweg entlang bis zu deinem Auto ohne Licht. Nee, da nehme ich doch dann lieber noch so ein Taschenlämpchen mit. In dem Fall habe ich hier eine neue Südlicht. Investigator S4. Ordentliches Lämpchen. Liegt gut in der Hand. 4 AAA-Batterien, ne? Also keine besonders komplizierte Stromversorgung. Und sicher ist sicher, ne? Gerade wenn man noch abends unterwegs ist, sollte man hin, sollte man sehen, wo man hinlaufen. Mal gut, die Säge habe ich heutzutage nicht mehr so oft dabei, aber sagen wir so, das Taschenmesser ist sowieso immer am Mann. Und dann entscheide ich erst beim Rausgehen noch, nehme ich ein schönes Fixblade mit oder habe immer vor, wieder Feuerchen zu machen, dann nimmt man halt doch das Beil mit. Und als Sicherheitsfeature im Winter, wenn es doch früh dunkel wird, eine ordentliche Taschenlampe. Jo, lieber Superfan 1995, das waren mal auf die Schnelle so meine Lieblingsgear, Tools, Werkzeuge für draußen. Favoriten natürlich ganz klar die Messer immer. Ohne Lampe dabei. Dann kann man doch am meisten damit anstellen und das macht halt Spaß. Bei uns heißt es immer, was ein rechter Keller ist, der hätte recht Sackmesser. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich heute Abend. Wünsche dir noch viel Erfolg mit deiner Challenge und Giveaway. Hoffentlich machen noch viele Leute mit. Und man sieht sich dann wieder demnächst hier auf dem YouTube-Kanal bei mir oder bei dir. Also Leute, bleibt gesund, schaut wieder mal rein. Wir sehen uns. Ciao.